als politischen Vertretern, dass Sie den Weg gefunden haben in der doch jetzt sicherlich sehr harten, terminlichvollen Wahlkampfzeit, denn am Sonntag sind die Wahlen. Ich danke Herrn Planert von Radio 92.2, dass er sich bereit erklärt hat, heute die Moderation hier zu übernehmen. Und es scheint mir auch, wenn wir doch sehr kurzfristig, nämlich gleich am zweiten Schultag, euch alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hier versammelt haben, dass diese Aufforderung an euch doch gegangen ist, an alle SOWI-Kurse, SOWI-Neukurse in der Q2, aber auch dem LK in der Q1. Ja, ich habe mich gefreut. Ihr wisst, ich bin Geschichtslehrerin und ich habe mich bisher in meinen vergangenen Jahrzehnten als Lehrerin immer bemüht, deutlich zu machen, Geschichte ist das eine, aber ohne aktuellen Zeitbezug ist Geschichte nichts. Und von daher war für mich auch immer wichtig, politisches Bewusstsein bei Schülerinnen und Schülern zu wecken und denen entgegenzutreten, die so eine Meinung haben, die da oben machen und wir unten können eh nichts tun. Nein, das ist alles. Und ich habe deswegen als Schulleiterin diese Chance ergriffen, dass wir heute diese Diskussionen hier stattfinden lassen können, weil ich denke, ihr habt die Gelegenheit, hautnah Politik zu erleben, eure Fragen loszuwerden, euer Bild zu schärfen, über die politischen Programme zu schauen. Wie stellen sich die Kandidaten dar, die auf Wählerlisten dann auch stehen und dort zu finden sind? Man kann persönliche Begegnungen haben und ich hoffe, ihr nutzt dann auch diese Chance in den kommenden 2 Stunden. Die Frau Merkel von den Grünen wird gleich eintreffen, etwas verspätet, aber sie haben jetzt über den 4 Staaten schon mal durch. Damit geht es jetzt ab an Herrn Ottmann. Herzlichen Dank, dass wir mit der Veranstaltung heute hier bei euch sein dürfen. Mein Name ist Thomas Hoppermann vom Jugend in Dortmund. Dort leite ich die Arbeitsstelle Jugend und Demokratie. Ein sperriger Name. Im Wesentlichen geht es immer um Projekte der Beteiligung, wo ihr beteiligt seid und beteiligt werdet mit euren Ideen und Vorstellungen. Deswegen auch diese Podiumsdiskussion in einer ganz anderen Art. Das ist natürlich eine normale Podiumsdiskussion. Aber ihr habt ja schon, als ihr reingekommen seid, habt ihr die Flipcharts dort vorne gesehen und habt dort Punkte gemacht. Wir haben da 5 Themen gehabt und wir haben eure Punkte gemacht und von diesen 5 Themen sind quasi 3 Themen die Themen, die am meisten Punkte bekommen haben. Und das werden auch die 3 Themen sein, die dann auch diese Podiumsdiskussion hier in den nächsten 1,5 Stunden bestimmen werden. Ich sage gleich mal, welche 3 Themen das sind. Nach der Podiumsdiskussion, die ungefähr bis 14.20 Uhr, 14.30 Uhr dauern wird, gibt es für euch die Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, wie geht das eigentlich mit dem Willen. Am 26. September von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet und ihr seid dann aufgefordert, dorthin zu gehen und zu wählen. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch das noch nie gemacht haben. Und wir haben deswegen dort oben 2 Wahlkabinen, quasi ein richtiges Wahllokal aufgebaut und ihr könnt das an der Stelle einfach mal ausprobieren. Das ist eine Probewahl und dann kann man einfach an der Stelle einfach mal ausprobieren, wie sieht so ein Wahlzettel aus. Das sind auch mehr oder minder die Originalwahlzettel. Und ihr könnt dann tatsächlich ausprobieren zu wählen. Das heißt, ab 14.20 Uhr, 14.30 Uhr besteht für euch die Möglichkeit, hier einfach schon mal zu wählen. Wenn ihr gewählt habt oder auch wenn ihr nicht wählen wollt, die Möglichkeit ist ja auch, dass man sagt, okay, wählen will ich nicht. Gut, dann muss man dann meistens mit dem Ergebnis leben, was da rauskommt. Hier steht trotzdem die Möglichkeit, ab 14.20 Uhr, hier seht ihr im Saal mehrere Stehtische aufgebaut. Dort steht einer, dort oben steht einer. Dort werden nach der Podiumsdiskussion die Kandidaten sich hinstellen. Ihr könnt dort hingehen und direkt mit den Kandidaten einfach nochmal die eine oder andere Frage, die jetzt nicht drankommen konnte, persönlich klären. Das heißt, es gibt für euch auf jeden Fall die Möglichkeit, persönlich mit den Kandidaten und Kandidatinnen ins Gespräch zu kommen. Während der Podiumsdiskussion, nachdem es hier auch entsprechende Statements gegeben hat, gibt es von euch natürlich auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu gibt es dort Kybra. Kybra hat ein Funkmikrofon, das heißt, es gibt dann immer die Möglichkeit, dann auch über das Mikrofon eure Fragen zu stellen oder hier vorne einer an dem Saalmikrofon. Dort könnt ihr dann hingehen und entsprechend eure Fragen über das Mikrofon stellen, damit alle anderen auch eure Frage verstehen. Es gibt den einen oder anderen, der findet es nicht so doll, sich ans Mikrofon zu stellen und alle hören die Stimme und möchte nicht öffentlich hinstellen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, bei der EILA sich eine Karteikarte abzuholen und da einfach eure Frage draufzuschreiben. Also nicht persönlich stellen, dann wird die Frage für euch gestellt. Besser ist es in der Regel, wenn man sich selber hinstellt, weil dann wird man auch direkt von den Politikern angesprochen. Das war es zum Ablauf, zu dem, was wir hier vorhaben. Einen Punkt muss ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, weil das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Dort oben, das könnt ihr jetzt, die wir da hinten sind, sehen, steht noch ein Kollege von mir, der Stefan Bossmann, weil nicht das, was wir hier machen, ist immer eine Kooperation des Jugendring
Gutachten der Stadt Dortmund. Da ist er. Das heißt, wir machen das gemeinsam mit der Jugendring und das Gutachten der Stadt Dortmund. So, nun zu den drei Themen. Ich gebe einfach an Dirk ab, der übernimmt die Moderation. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Veranstaltung und der Veranstaltung einen guten Verlauf.